Achso, das kann ich nicht ver... Ich weiß aber nicht mehr, wie ich zurückkomme, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe mal, ich kann das. Problem ist halt, man kann es nicht anzünden. Also wie kriegt man es dann weg, wenn man es nicht anzünden kann? Stapellauf. Ding jetzt nicht einfach hochziehen, ja. Hä? Warum kann ich das nicht packen und hochziehen? Wow. Ah Gott, Alter, warte mal. Ah ne, warte, das geht ja auch nicht. Warte mal, kann ich eigentlich... Oh. Hä?
wie kriegt man da das auf? Scheißegal. Wir wollen bloß das Ding haben. Wir wissen aber auch noch nicht, wo der Turm ist, ne? Oh, es wird wirklich ein Weg frei. Sehr geil. Ey, komm, das bisschen musst du jetzt nicht. Oh, es hört auf. Wie schnell das Zeug auch trocknet, wenn es nicht regnet. Was ist der? Ach so, boah. Da werde ich mich nie dran gewöhnen. Ja, aber keiner interessiert sich für den Blutmond, verzieh dich. Scheiße, wie hoch ist das denn noch? Oh, warte, da kann ich hochspringen. Oh, oh. Da kann ich mich stehen bleiben können. Nein, auch nicht. Warum machst du jetzt sowas, Alter? Wo bin ich jetzt eigentlich? Da. Ich gehe wenigstens hier durch. Ich glaube, das haben sie schon schön absichtlich gemacht, dass du auch in so steilen Berghängen an manchen nicht hängen bleiben, nicht stehen bleiben kannst. Oh, Gott sei Dank, hier kann man stehen bleiben.
So, jetzt kommen wir gleich oben auf. Ist das schon wieder Schnee? Hä? Sind wir nicht im... Ich dachte, wir kommen jetzt Richtung Sandgebiet. Hä, was ist das da? Da fehlt eins. Nee. Dach bauen. Ja, ich bin gefunden. Ich weiß halt immer nicht, wo der Turm ist. Ach, komm, fuck it. Nein, 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 warte mal. Machen wir doch mal bloß mal wieder zwei. Alter! Nein, nein, nein! Puh. Okay. Oh, musst dich nicht immer gleich rumdrehen, du Scheißding.
Alter! Was für eine linke Nummer? Und ich weiß halt einfach immer noch nicht, wo dieser scheiß Turm ist. Alter, das Gebiet ist aber auch saugriesig. Alter, erschreck mich nicht so. Aber das können wir benutzen, um... Oh, da ist er! Aber man sieht trotzdem den zweiten Turm nicht, ne? Den letzten, was uns fehlt. Der müsste ja irgendwo in der Wüste sein. Ne, der ist da hinten. Der ist am Eingang der Wüste. Da hinten ist das zweite Symbol, was wir dann brauchen. Aber wir finden das erste nicht. Nein! Oh. Oh shit, ey. Warte, wo ist das jetzt hin? Turm in der Gerudo-Hochebene. Das ist voll gelogen, ich meine. Hä? Wo ist da der Eingang? Ist der eingeschneit? Dummster Tag, was ich schon schnappau. Wer hätte gedacht, dass ein Kartografieturm so eingeschneit werden könnte, dass er nicht mehr nutzbar ist? Die wir als Materialdepot verwenden, von dem Schneemassen verschonen. Auswegen bricht der Stadtung zurück. Wo ist denn die Höhle? Ja, wahrscheinlich hier unten drunter. Thank you.
Nee, ist es das? Nee, ist bloß ein Schatten, oder? Oh, das ist echt die Höhle. Schnabudas Tagebuch, erste Seite. Kartografie über eine Gerudo-Ebene, weiter, Baubuch Tag 1, Mannschaft hat die Baustelle erreicht, kurz nach dem Baubeginn gewaltiger Schneesturm, aber der suchen Schutz in nahegelegener Höhle. Das Bauhaus war Anlage genutzt, Baudock 3, scheint weiter tiefer als zunächst dachten. Eine Höhle zu erkunden, bei weiteren Vordringen ist trotz der beachtlichen Tiefe der Klang von Hämmern zu hören. Da ist ein Geräusch von der Oberfläche vernehmbar sein. Morgen fortsetzen. Weiter, das Haus 6, Zusammenfassung der Höhlenerkundung. Unterhalb des Kartografieturms. Durch Gewicht des Turms werde der Untergrund vom Einsturz bedroht und muss durch Stützen gesichert werden. 10. Bau des Kartografieturms endlich abgeschlossen. Baufolge ist Puders Entwürfen sowie den klugen Vorbereitungen durch das Bauunternehmen Turms dazu verdanken. Stellen wir auf Minimum, was die Bauzeit drastisch verkürzte. Möglich der Nord genutzt wird, lassen wir einige Baumaterialien in der Höhle zurück. Oh. Kleiner Drecksack. Schnell machen, dann geht's schon. Hauptsache nur Wildbären und so ein Zeug kann man abgreifen. Das ist aber so eine. War ich bei der Kugel nicht schon? Vielleicht sind wir da jetzt die Ganondrachen drin, ne? Das ist ein Riesengebiet, Alter. Da ist nochmal eine Höhle, wo es reingeht.
Da ist das Ding. So, no risk, no fun. Oh, geht eigentlich. Die Temperatur passt wieder. Das ist genau die Grenze, ne? Oh, das ist sie doch gewesen. Fast wäre ich dran vorbei, Mann. Weil ich gedacht, weil die ausgeschüttet, wenn sie im Bett wäre. Vogelkorb. Im Namen aller Gerudo bitte ich eure Hoheit, untertänigst untergeben, um Verzeihung für das Ausschlagen der wiederholten Einladungen. Wir bitten darum, unter den Schirm des Königshauses zurückkehren zu dürfen, wenn ihr uns diese Gnade gewährt. Deine Demut ehrt dich, Ganondorf. Dein treuer Schwur an Hyrule sei hiermit anerkannt. Man sagt, nur alle 100 Jahre werde ein Gerudo männlichen Geschlechts geboren. Du warst dieser Auserwählte. Und von nun an wirst du unserem Reiche dienen. Hyrule kann sich glücklich schätzen. Hoheit, ihr schmeichelt mir. Euer Volk, die Sonau, kam einst von den Himmeln zu uns herabgestiegen. Man sagt, sie sollen die Gottheiten gewirkt haben. Und ihr, als einer ihrer Abkömmlinge, nahmt eine irdische Hylianerin zur Frau. So konntet ihr eure Herrschaft über die Grenzen eures Volkes hinaus ausdehnen. Respektabel. Dass nun trotz alledem vom edlen Volke der Sonau nur noch ihr und eure verehrte Schwester übrig seid. Dieser Umstand ist zutiefst bedauernswert. Der Frieden unserer Herrschaft wird heute und ewiglich bestehen. Meine begrenzten Tage wird er bei weitem überdauern. Wohlan, Ganondorf. Ich hege hohe Erwartungen an dich. Du darfst gehen. Sehr wohl. König Rauru, ich spüre unheilvolle Absichten, tief im Herzen jenes Mannes. Und auch sein Name beunruhigt mich. Seine Bosheit ist mir nicht verborgen geblieben. Und genau aus diesem Grund habe ich ihm meine Hand gereicht und kann ihn besser im Auge behalten. Bitte sorge dich nicht, ja? Gut. Das ist ihr scheiß Ernst? Sein Name beunruhigt mich. Denk mal, Alter, fuck you, Alter, der heißt Ganondorf. Wie die verdammte Verheerung vorher. Oh.
Aber... Was mich noch mehr stört, ist, warum gibt es nur noch zwei Sonau? Wie ist denn das passiert? Ich dachte eigentlich, ganz so die Zelda ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo halt die Sonau also schon Herrscher waren, aber halt auch viel vertreten, aber es gibt halt echt nur noch zwei. Oder die sind halt wie in zum Beispiel Herr der Ringe, die Elfenrasse. Langlebig, aber haben echt Probleme, Kinder zu bekommen und so, also gibt's auch nicht viele. So, wenn wir den Turm haben, dann reicht's erstmal für heute, oder? Dann haben wir aber auch alle Typen freigeschalten. Es bekommen Gerudo nur weibliche, aber alle 100 Jahre wird ein männlicher geboren. Problem ist bloß, der männliche ist Ganondorf, das riesige Arschloch. Der sich diese dunkle Macht dann immer einverleibt und Hyrule zerstört. Okay, das ist ein Standardturm. Hä? Einen Reparateurfuzzi hochholen. Schön um die Decke kaut. Bist du der, der den Aufzug in Ordnung gebracht hat? Damit hast du mir einen riesen Gefallen getan. Dank dir kann ich jetzt die Vorrichtung des Charakterfriedhofs reparieren. Sehr gut. Hitze war anscheinend zu viel für den Mechanismus. Gegen den Hitzebeständigen aus. Ha, es funktioniert. Nie habe ich den Kartografie dann reparieren können. Danke für die Hilfe. So bist du, dann brauchst du unbedingt etwas, das dich vor der Hitze beschützt oder schützt. Weißt du, wenn du Möglichkeit hast, der Hitze zu entgehen, dann hilft vielleicht etwas kühlender Proviant. Oh, ist das da hinten? Letzte aufgeht, Alter, die Gerudo-Wüste ist aber echt fucking groß, Mann.
Kimmeskarte ist nun komplett. Ja, die untere fehlt halt noch. Komplett. Zur Hälfte. Okay, was sind das für Löcher da hinten? Helm, was bringt mir das? Wo fliege ich da hin? Oder ist er nochmal einer von den Drachen? Oh shit! Alter! Ja, komm, fuck it. Wir schauen uns auf jeden Fall noch die andere Träne an und dann ist Schluss, weil ich habe jetzt schon viel länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber es ist, glaube ich, typisch mittlerweile, wenn man Spätschicht hat und dann... Ach du Scheiße. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich ins Bett gehe. Es wird ja immer heimkommen und dann zu viel rumgammeln. Was war denn das jetzt? Alter, was ist da drüben alles für ein Scheiß? Das ist jetzt dann, glaube ich. Ah, das ist doch hundertprozentig. Der liegt dazu offensichtlich. Ja.
Hä? Sie wird bei ihm im Kopf sein. Oh, shit. Vielleicht eher da, wo das Ding ist, hä? Oh, da. Oh, das sind die anderen. Was machst du? Bist du in Gedanken ganz woanders? Ach, Verzeihung. Ich denke nur andauernd über meine Rückkehr nach. In meine eigene Zeit. Wenn ich bloß lernen könnte, einfach genauso wie ihr über die Zeit zu gebieten, dann wäre ich schon erheblich weiter. Mal sehen. Für mich ist es, als würden in allen Dingen Erinnerungen stecken, die ich spüre. Und wenn sich ein Objekt erinnert, wo es einmal war, brauche ich ihm nur noch dorthin zurückzuhelfen. Erinnerungen, sagt ihr? Nur Geduld. Du verstehst sicher bald, was ich meine, und findest dann einen Weg nach Hause. Aber Zelda, ich habe das Gefühl, dich bedrückt noch etwas anderes. Du willst zurück in deine Zeit, ganz klar. Doch uns hier zu helfen, ist dir mindestens genauso wichtig. Oder? Wie habt ihr... Vor Sonja ein Geheimnis zu bewahren, ist noch niemandem gelungen. Es ist gewiss sehr nett, dass du dich um uns sorgst, Zelda. Aber vielleicht solltest du dich auf deine Zeit konzentrieren. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Du bist verpflichtet, sie zum Schutz deiner eigenen Zeit einzusetzen. Königin Sonja! Und auch dein Link wartet doch ganz gewiss schon auf deine Rückkehr. Nanu? Darf man fragen, wer dieser Link ist? Link ist ein Held aus meiner Zeit. Er hat mich und Hyrule vor einer abgrundtief bösen Macht gerettet. Am Anfang, da war er nur ein ganz gewöhnlicher Ritter, der mir als Leibwächter zugeteilt war. Oh, ein Held also. Link ist der standhafteste und furchtloseste Recke, den es je gegeben hat. Ja. Er ist so stark. Und ein gutes Herz hat er noch dazu. Du scheinst ja große Stücke auf ihn zu halten. Wenn man dich so über ihn sprechen hört, bekommt man direkt Lust, ihn kennenzulernen. Allerdings. Das würde mich auch freuen. Ritterlich und voller Edelmut. Mach uns doch nicht so neugierig, Zelda. Schön, so eine solche Erinnerung gefallen mir besser als die mit dem Arsch, den wir am Ende wieder platt machen.
ein Geoglyph hier? Ja, wenn das nicht link ist, untersuchst du auch die Geoglyphen, das ist großartig. Wahrhaftig link, hat man andere gegen Geoglyphen gefunden. Okay, mehr wird hier nicht erzählt. Na gut, aber ich habe jetzt schon fast Lust, echt alle durchzumachen. Jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder auch in der nächsten Folge von Legend of Zelda The Tears of the Kingdom. Und warum rutscht mein Stuhl nicht hinter? Ah, der ist wieder, ich bin mit dem Stuhl wieder auf die Decke gefahren. Oder ich bin eher auf meinen Schuh gefahren. Egal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.